Herzlich willkommen bei der Weihnachtsbäckerei, bei der Bäckerei Haug in Genkingen. Es freut mich riesig, dass so viele der Einladung gefolgt sind und ihr alle hier dabei sein wollt beim Lebkuchenhaus backen. Ihr dürft alle jetzt eure Schilder in die Hosentasche stecken und dann legen wir schon los. Wir haben für euch aus dem Lebkuchenteig schon mal 5 Teile vorgeschnitten, damit es für euch einfacher ist, das Haus nachher zu machen. Und zwar ist das wie beim Fertighaus, wir haben hier einen Boden, wir haben 2 Seitenteile und noch 2 Dächer. Die dürft ihr nachher zusammenkleben mit einer Eiweißspritzglasur und verzieren. Wie ihr das macht, ob ihr das Haus so hier drauf stellt oder so rum oder die Schokolade außen oder innen, das ist egal. Das dürft ihr machen, wie es euch am liebsten gefällt. Wir beginnen mit dieser Eiweißspritzglasur. Da kriegt jeder so einen Beutel. Wir schneiden unten die Spitze ab und dann können wir das mit dieser Eiweißspritzglasur kleben. Das ist unser Kleber. Ist nichts anderes als Eiweiß und Puderzucker. Schmeckt super lecker. Hat jeder einen Bausatz? Jawohl, dann können wir loslegen. Was du nicht, du hast doch hier einen. Ha? So, wir nehmen diese Spritztüte hinten an der dicken Seite und mit dieser schmalen Seite vorne können wir hier auf unserem Lebkuchenteig so eine kleine Bahn machen und dann können wir hier zum Beispiel so unser Seitenteil festkleben. Und so machen wir das auf der gegenüberliegenden Seite auch. Die Birgit und die großen Kinder können den Kleinen ein bisschen helfen. Wir kleben das hier fest. Und dann können wir nachher das Dach drauf machen. Auch das kleben wir fest. Genau so machen wir es. Schön feste von der weißen Pampe drauf machen. Hm? Jawohl. So, die Eiweißtüten werden dann weitergegeben. Du gibst sie mal rüber. Und dann kannst du dein Haus hier mal draufsetzen. Oder du machst es so, wie du willst. Du kannst so draufsetzen oder so. Okay? Jawohl, das macht ihr toll. Oh, jetzt ist mein schön umgeblumst. Hier haben wir schon das erste Haus fertig. Jetzt haben wir hier noch im Lebkuchenhaus, wer weiß, was da noch alles davor sitzt. Hänsel und Gretel und die Hexen. Und die haben wir hier schon mit der Katze. Da kriegt jeder dann eine Hexe und Hänsel und Gretel und können die dann auch mit der Zuckerglasur festkleben. So, jawohl. Genau. So, jawohl. Jetzt feste drücken. Jawohl. Guck. Und jetzt hier. Toll. Guck mal, soll ich dir auch ein bisschen helfen? Hm? Guck mal. Wir machen das. Magst du so rum haben oder so rum? So, genau. Gell? Jetzt machen wir hier ein Klecks. Hier ein Klecks. Ja. Guck mal. So gut. Okay. So, hier. So, ein bisschen drücken. So, drück fest mit den Händen. Ha? Guck mal, so muss man kurz warten. Okay? So. Da muss ich einfach kurz festheben und wenn das dann trocknet, ich glaube bei dir müssen wir das so ein bisschen weiter zusammenschieben. Ha? Wer weiß denn, was in dem Lebkuchenteig drin ist? Nach was riecht denn das? Hm? Ach, Gewürze, genau, da sind sehr viele Gewürze drin. Zimt, und Nelken, und Kardamom und Honig. Deswegen ist der Teig so braun, das kommt vom Honig und vom Zucker. So, hier haben wir noch Zuckerstreusel. Wer will, kann noch ein paar Zuckerstreusel draufstreuen. Da musst du ein bisschen von deiner Eiweißglasur dran machen und da drauf hebt der Zucker. Auf dem Schokolade hebt er nicht. Du brauchst nur eine Katze. Oh, oh, oh. Eine Katze.
Hat's noch Katze? Na, da, guck mal, da hat's noch eine Katze. So, hier haben wir noch ein paar Hexen und Katzen. Streusel. Guck mal, da drüben hat es in der Schüssel welche. Hier hat es noch Sterne zum Verzieren. So. So, verziert. Guck mal, die Zuckerperlen sind da drüben. So, magst du hier deine Hexe hinsetzen? Feste draufdrücken. Jawohl. Und hier dein Hänsel und deine Gretel, okay? So, einfach draufsetzen. Jawohl. Guck mal, dann gucken wir mal, ob es noch eine Katze irgendwo hat. Oder magst du noch einen Schokostern drauf machen? Guck mal, die Katze ist jetzt mal hier da vorne hin. Die muss doch kleben, wenn der Kopf runterbremst. Okay. Ja. Gehen wir noch an die Türe malen wir noch hin. Guck mal. Ja. Okay. Auf der anderen Seite auch noch. So. Guck mal, hier machen wir noch ein Fenster hin. Okay. Hier hat es ein Papier, da kannst du nehmen. Ja, einfach ziehen. Okay? Ja, das hast du toll gemacht. Ja? Ein Stern hier. Ja, guck mal, hier hat es einen Stern. Und den darfst du jetzt hindrücken. Okay? So, wie sieht's aus? Die meisten sind schon fertig. Ja, das habt ihr toll gemacht. So, dann lasse ich euch jetzt noch ein bisschen weiter verzieren. Die noch verzieren wollen, dürfen noch verzieren. Und ich gehe mal rüber zu den Kleinen und guck mal, was die machen. Die machen nämlich Aussteller. Wenn ihr was fragt, noch Fragen habt, fragt ihr die großen Mädels, die können sich aus. Okay? So, nachdem die Hexerhäuser jetzt schon fertig sind, die erste, geht es hier weiter mit dem Aussteller-Bagger. Ihr könnt alle hier auf die Seite da hinten kommen. Kommt alle hier rüber. So, dann machen wir hier weiter beim Aussteherlesmacher. Ihr habt alle eure Aussteherle gekriegt und dann könnt ihr hier auf dem Mürbteig, den wir schon gemacht haben, könnt ihr ausstechen. Jeder kriegt so ein Blech, wo er voll machen darf mit seinen Aussteherle. Hier hat es verschiedene Zuckerdekore und Korinthen, wo ihr verzieren könnt. Und dann dürft ihr das backen und alle dürft ihr nach Hause nehmen. Die Laura, die hat schon früher angefangen. Die hat schon ein ganzes Blech voll. Und hier beginnen wir erst mit den ersten Aussteherle. Was sind denn deine Lieblingsfiguren? Der Schmetterling, habe ich mir gedacht. Und was hast du noch für Figuren? Hm? Ein Herz hat es noch. Und was noch? Ein Stern. Genau, gell? So. Und dann? Wenn dann eins fertig ist, dann bringen wir es zum Backofen und schieben es in den Ofen, okay? Magst du mitkommen? Das ist deins, genau. So, komm mit. Dann tun wir es in den Backofen zum Backen. So, guck mal her. Hier hat es einen großen Backofen und da schieben wir das jetzt rein. Und dann passt genau auf, dass die niemand klaut im Backofen, gell? Das wäre schlimm. Wir stellen hier einen Wecker. Damit wir es nicht vergessen. Und dann brauchen die ungefähr 8 Minuten, dann sind sie fertig. Okay? So, klappt es bei euch mit dem Ausstechen? Ja, toll, macht ihr es hier aufs Blech drauf, genau. Und nachher dürft ihr es noch mit dem Eier pinseln, damit es richtig schön glänzt. Okay?
So, Hanna, guck mal, das sind deine Osterhälle. Jedes Kind kriegt ein paar Osterhälle. Die machen wir mal auf die Tüte. So, guck. Und mit denen darfst du jetzt ausstechen. Die darfst du nachher auch mit nach Hause nehmen. Genau, die dünne Seite nach unten. So, nachdem ihr die Lebkuchenhäuser toll verziert habt und hier noch fleißig gearbeitet wird, möchte ich mich verabschieden von euch. Ihr habt toll gearbeitet und ich möchte euch nun eine gute Vorweihnachtszeit wünschen. Genießt die Zeit, sie ist sehr kurz, und frohe Weihnachten euch alle.